Hallo, ich bin Jo und heute gebe ich euch wieder den Wir befinden uns im schönen Jahr 1982 und gucken uns erstmal kurz im Jahr um. Zum Beispiel bei den Geburtstagskindern aus der Filmbranche. Da wären unter anderem der deutsche Schauspieler und Musiker Tom Schilling, US-Schauspielerin und Model Jessica Biel, die Deutsch-US-Schauspielerin Kirsten Dunst, der kanadische Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Seth Rogen, die kanadische Schauspielerin Jewel State, die australische Schauspielerin und Synchronsprecherin Yvonne Strahovski, der deutsche Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker Robert Stadlober und der US-Film- und Theaterschauspieler Kieran Culkin. In diesem Jahr sind auch ein paar große Persönlichkeiten gestorben. John Belushi, Romy Schneider, Rainer Werner Fassbinder, Ingrid Bergman, Grace Kelly. Langsam aber sicher kommen wir in Filmjahre hinein, wo man dann mehr über Verstorbene stolpert als über Geborene. Dann gibt's noch ein paar Filme, die zu erwähnen wären aus diesem Jahr. E.T., der Außerirdische. Steven Spielbergs Science-Fiction-Klassiker ist einer der kommerziell erfolgreichsten Spielfilme überhaupt. Tron, ein Science-Fiction-Streifen, einer der ersten Spielfilme mit CGI-Sequenzen und großflächig umgesetzt mit der Backlit-Animation-Technik. Das verleiht ihm ein einzigartiges Aussehen. Poltergeist, ein Horror-Klassiker mit bemerkenswerten Spezialeffekten und manchen gruseligen Gerüchten rumrum wie einem Fluch. First Blood, ein Actionfilm, der den Beginn der Rambo-Reihe darstellt. Und es gibt noch anderes zu erzählen aus diesem Jahr. Zum Beispiel wurde zum ersten Mal der Oscar für bestes Make-up verliehen. An Rick Baker übrigens für American Werewolf. Und das Gespenst kam raus, ein deutscher Schwarz-Weiß-Film, der wegen Blasphemie großflächig verboten wurde. Für eine gewisse Zeit. Aber in Österreich ist er immer noch verboten. Ja, mei. Heute gehen wir aber in die Tiefe beim Film The Last Unicorn. Das letzte Einhorn. Ein Fantasy-Zeichentrick-Film, der mit 93 Minuten am 19. November rauskam und mit einer FSK 6-Freigabe versehen ist. Okay. Arthur Rankin Jr. und Jules Bass führten Regie. Produktionsgesellschaft war Rankin Bass Productions und Produzenten natürlich Rankin und Bass selbst. Produktionsländer waren USA, das Vereinigte Königreich, Japan und Deutschland, aber Originalsprache ist Englisch. Peter S. Spiegel hat das Drehbuch geschrieben. Er hat allerdings auch den Originalroman geschrieben, der da adaptiert wurde, der 68 rauskam. An dieser Stelle, ich habe mir überlegt, vielleicht auch Tron genauer anzugucken, aber wir hatten in letzter Zeit eher viel Science-Fiction und Drama und herrje und eher selten Fantasy. Und das hier ist High Fantasy. Es gibt High und Low Fantasy. High zeichnet sich dadurch aus, dass es eine eigene Welt ist, mit eigenen Kulturen, Bräuchen, Sprachen teilweise. Der Herr der Ringe ist so ein sehr bekanntes Beispiel, eines der wichtigsten in diesem Bereich. Low Fantasy bezieht sich eher auf unsere Welt, aber halt doch mit fantastischen Elementen. Das letzte Einhorn, High Fantasy. Und nun noch kurz der Voice Cast. Mia Farrow spricht das Einhorn. Alan Arkin spricht Schmendrick den Zauberer. Tammy Grimes spricht Molly Grew. Christopher Lee spricht König Haggard. Und Jeff Bridges spricht Prinz Lear. Und bevor wir uns um die Details bemühen, brauchen wir etwas Kontext mit der Zusammenfassung. Viel Spaß! Das letzte Einhorn. Zwei Jäger sind in einem Wald unterwegs, wo auch ein Einhorn anwesend ist. Der ältere Jäger bemerkt, dass der Wald immer grün ist, und zwar weil ein Einhorn anwesend ist. Hier ist immer Frühling und sie werden hier kein Glück bei der Jagd haben. Der Jäger ruft in den Wald, das Einhorn solle hier bleiben und auf sich, den Wald und die Tiere aufpassen. Viel Glück, denn du bist das Letzte. Und das Einhorn hört das. Des Nachts überlegt es, ob das überhaupt stimmen kann, dass es das Letzte ist.
letzte ist. Einhörner gab es schon immer und sie sind sozusagen unsterblich. Sie können außerhalb ihres Waldes getötet werden, aber einfach verschwinden? Später trifft das Einhorn auf einen Schmetterling, der am liebsten in Reimen spricht und singt und sehr viel Nonsens von sich gibt. Und das Einhorn fragt ihn, ob er es kennt. Da haut der Schmetterling nach einigem Hin und Her eine lupenreine Definition raus. Das Einhorn fragt auch, ob er auf seinen Reisen vielleicht noch andere gesehen hat. Und da erzählt der Schmetterling, alle Einhörner verschwanden vor langem, gejagt vom roten Stier, der ihre Spuren verwischte. Also hat er dem Einhorn keinen Tipp, wohin. Aber das Einhorn denkt sich, die anderen Einhörner brauchen vielleicht Hilfe. Ich muss sie suchen. Und deswegen verlässt es seinen Wald. Es reist über weite Lande und trifft es auf Menschen, denken die meist, es sei ein Pferd. Sie nehmen das Horn nicht wahr. Dieser hier will diese weiße Stute fangen, aber das lässt das Einhorn nicht zu. Als das Einhorn allerdings schläft und Mami Fortuna mit ihrem Kuriositätenzirkus vorbeikommt, erkennt sie das Einhorn. Ihr Handlanger Ruck, der sieht nur ein Pferd. Der Zauberer Schmendrick, der sagt, er sieht nur ein Pferd. Obwohl, sieht er das Horn? Das Einhorn ist im Begriff aufzuwachen, da legt Mami Fortuna einen Schlafzauber und auch gleich einen Bann auf das Einhorn und setzt ihm so ein falsches Horn auf, damit es für die Menschen erkennbar wird. Für ihr Publikum im Endeffekt. Tags darauf gibt's eine Führung durch Ruck. Er erzählt vom Drachen hier und von der Midgard-Schlange da, während Schmendrick sich zum Einhorn schleicht und fragt, was siehst du? Das Einhorn antwortet, der Manticore da, das ist eigentlich nur ein Löwe. Und dieser Affe mit dem kaputten Bein soll ein Satyr sein. Das sind nur Illusionen, Trugbilder. Mami Fortuna kann nur täuschen, nicht verwandeln. Und Schmendrick sagt, oder ein falsches Horn auf ein echtes Einhorn setzen. Oh, er weiß es also wirklich. Das Einhorn entdeckt auch eine Harpie. Und die ist echt. Auch sie wurde im Schlaf gefangen, wie Schmendrick erzählt. Dann muss er weg, weil die Leute von der Führung kommen. Und sie sind alle gerührt vom Anblick des Einhorns. Des Abends sagt das Einhorn zu Mami Fortuna, dein Tod sitzt in dem Käfig da, mit Blick auf die Harpie. Mami Fortuna sagt, ja, schon, aber die Harpie ist unsterblich und sie wird nie vergessen, dass ich sie gefangen hatte. Das ist dann meine Art von Unsterblichkeit. Okay, das ist wohl auch Definitionssache. Mami Fortuna lässt noch nebenbei fallen, dass das Einhorn seinen eigenen Tod jagt. Mami Fortuna kennt den roten Stier von König Haggard. Ah, Info. Mami Fortuna geht weg, Schmendrick kommt wieder her und will das Einhorn mit Magie befreien. Ein paar missglückte Versuche später holt er den Schlüssel raus, den er Ruck gestohlen hat. Er wäre eben gern ein echter Zauberer, ist aber mehr Taschendieb. Als das Einhorn befreit ist, fällt der Bann von ihm und genau da taucht Ruck auf und ist sauer. Schmendrick hält ihn auf, während das Einhorn die Tiere befreit und auch die Harpie. Die ist nun mal gefährlich und geht aufs Einhorn los. Allerdings taucht Mami Fortuna auf und die Harpie geht natürlich dann auf sie los. Schmendrick ruft dem Einhorn zu, lauf! Aber das Einhorn erwidert, lauf nie davon vor etwas Unsterblichem. Das erregt seine Aufmerksamkeit. Und so gehen sie gemeinsam ganz ruhig weg. Während die Harpie sich auch Ruck geholt hat, ist er vielleicht weggelaufen? Schmendrick versinkt in Mitleid für Mami Fortuna. Das Einhorn hingegen kann nie Leid empfinden, sagt es. Es kann traurig sein, aber das ist nicht das Gleiche. Aha, so so. Es erklärt weiterhin, es suche die anderen Einhörner und Schmendrick, der will mit und helfen. Er weiß auch so ungefähr, wo es lang geht zu Haggard und dem roten Stier. An der Grenze zu Haggards Reich treffen sie auf Banditen. Das Einhorn versteckt sich besser als Schmendrick, weil der wird gefunden und mitgenommen in das Lager von Captain Cully, der sich hier vorstellt, und dann seine liebste Molly Grew, die sich nicht so freut über ein weiteres Maul, das zu stopfen ist. Schmendrick schleimt sich in dieser prekären Situation bei Cully ein und das nutzt auch, denn er soll bleiben und die Truppe unterhalten. So zaubert er mit ein bisschen Unterstützung vom Einhorn und sagt dabei, Zauber, Zauber, tu was du willst. Da erscheinen Robin Hood und Lady Marian, ganz geisterhaft. Und auch ihr Gefolge. Cullys Männer sind solche Fans, sie rennen Robin hinterher. Doch Cully und
sein bester Mann sind geblieben und fesseln Schmendrick an eine Weide. Sie wollen ihn verkaufen. Jemand, der Robin Hood auftauchen lassen kann, der ist sicher was wert. Schmendrick will sich mit einem Zauber befreien und erweckt stattdessen diese Weide zum Leben, welche sofort anfängt, ihm zu sagen, dass sie ihn liebt. Immer und ewiglich. Und wow, FSK 6? Okay. Schmendrick ruft um Hilfe, beziehungsweise nach dem Einhorn. Und während die Weide ziemlich eifersüchtiges Zeug vom Stapel lässt, befreit das Einhorn Schmendrick. Die Weide wird wieder normal und die beiden können unbemerkt weggehen. Naja, nicht ganz, denn Molly Grew taucht auf und sie erkennt das Einhorn. Und sie klagt: Wo warst du, als ich noch ein junges, unschuldiges Mädchen war, zu denen du immer kommst? Sie ist völlig überwältigt. Sie träumte schon immer davon, ein Einhorn zu sehen. Schmendrick staunt, aber eigentlich ist das ganz logisch. Molly Grew wollte schon immer ein Einhorn sehen, deswegen kann sie es auch erkennen. Sie entscheidet, sie kommt mit, kein Wenn und Aber. Und sie kennt auch den richtigen Weg zu Haggard. Schmendrick lag da ein bisschen falsch, wo es lang geht. Und siehe da, sie erblicken Haggards Schloss auf einer Klippe in dürrem, kargem Land. Das ist zu weit, um es heute noch zu schaffen, sie brauchen ein Nachtlager. Das Einhorn träumt vom roten Stier, wacht auf und der rote Stier taucht wirklich auf. Er jagt das Einhorn, aber er will es wohl nicht töten, er treibt es zum Schloss. Schmendrick will helfen. Er sagt: Magie, tu was du willst. Und er verwandelt das Einhorn in einen Menschen. Ein Mensch ist für den roten Stier uninteressant und er verschwindet. Molly Grew ist erschüttert, während Schmendrick sich noch darüber freut, dass er Magie gewirkt hat. Aber Molly Grew sagt: Du hast das Einhorn in einen menschlichen Körper gesperrt. Sie wird wahnsinnig werden. Und ja, das Einhorn hat schon jetzt eine Existenzkrise. Ich bin ein Einhorn, ich bin ein Einhorn. Sie hat Angst vor ihrem menschlichen Körper. Aber so kann sie überhaupt in Haggards Nähe kommen, um die anderen Einhörner zu finden. So kommen sie endlich zum Schloss und Schmendrick stellt sich vor als Zauberer Schmendrick mit seiner Gehilfin und Lady Amalthea. Drinnen wird klar, dass die beiden Wachen, die sie reingeführt haben, Haggard selbst und sein Sohn Prinz Lear sind. Sie wohnen hier ziemlich einsam in diesem verlotterten Schloss. Die drei wollen bei Haggard arbeiten. Aber Haggard hat schon einen Zauberer. Molly Grew bemerkt: Ja, aber der macht euch nicht glücklich. Und damit hat sie sowas von ins Schwarze getroffen, denn das ist Haggards großes Problem. Nichts macht ihn glücklich. Warum nicht also einem anderen Zauberer eine Chance geben? Der alte Zauberer, Mabruk, taucht auf, nur um seine Kündigung zu empfangen. Er ist zwar erst wütend, merkt dann aber, dass da etwas im Busch ist und will schlussendlich gehen. Haggard ist fasziniert von Amalthea und vor allem von ihren Augen. Und so lässt er alle drei bleiben. Auch Lear fühlt sich von Amalthea hingezogen. Sie allerdings eher vom Meer. Molly Grew ist nun in der Küche beschäftigt, beziehungsweise als Haushälterin. Da Lear verliebt ist, geht er Heldentaten nach, um Amalthea zu beeindrucken. Aber das funktioniert so ganz und gar nicht. Schmendrick unterhält Tag ein, Tag aus den Haggard mit Tricks. Und Amalthea ist einfach trauerklos. Sie fragt Molly Grew: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Sie vergisst langsam, dass sie ein Einhorn ist. Molly Grew erinnert sie, was Sache ist. Und sie sagt auch, Schmendrick sucht jeden Tag den Weg zum roten Stier. Und der rote Stier sucht jede Nacht das Einhorn, das er nicht erwischt hat, so dass die Erde bebt. Der Kater des Hauses spricht eines Tages Molly Grew an. Ja, einfach so. Und sagt, er weiß, wer Amalthea ist, dass sie ein Einhorn ist. Und nicht mehr lange, sie ist bald nur noch ein Mensch. Sie müssen sich beeilen. Und er gibt Molly Grew auch einen Tipp. Wenn der Wein sich selber trinkt, der Schädel spricht, die Uhr die richtige Stunde schlägt, dann werden sie den Weg finden. Katzen sprechen anscheinend immer in Rätseln. Währenddessen kämpft Amalthea mit ihren Albträumen von der Harpie und Mami Fortuna. Prinz Lear will ihr helfen, er liebt sie ja. Und Amalthea will einfach nur ihre Erinnerungen, ihre schlechten Gefühle loswerden. Sie öffnet sich Lear und lässt sich schlussendlich tatsächlich auf ihn ein. Sie vergisst und will vergessen, dass sie jemals ein Einhorn war. Als Lear wieder mal auf Heldenmission ist, ist ja jetzt sein Job, erzählt Haggard Amalthea, dass nur Einhörner ihn glücklich machen können. Er sah sie einst und musste sie haben. Er hat den Stier gebeten, sie für ihn zu fangen und ins Meer zu treiben. Amalthea sieht aber nichts im Wasser. Haggard glaubt das nicht. Er wird wütend. Er weiß, dass Amalthea das letzte Einhorn ist. Doch sie hat ihr inneres Einhorn verloren. Ihre Augen sind leer. Und so lässt Haggard sie in Ruhe. Der Schädel wurde gefunden und Schmendrick, Molly Grew und Amalthea stehen nun vor ihm, um das Rätsel zu lösen. Der Schädel lacht allerdings und will ihnen nicht helfen. Für ihn ist das alles nur ein Spiel. Nun tut Schmendrick so, als würde er Wasser in Wein verwandeln.
verwandeln. In dieser leeren Flasche ist jetzt Wein. Ja, ja. Der Schädel glaubt, dass da Wein ist und will ihn unbedingt haben. Er kann ihn zwar weder riechen noch schmecken, aber er kann sich erinnern. So lässt sich das Skelett auf einen Deal ein und gibt ihnen einen Tipp. Der Weg führt direkt durch diese Uhr. Sie müssen quer durch die Zeit gehen, sozusagen. Das Skelett kriegt die Flasche und trinkt den Wein, doch dann erkennt es das Einhorn und schlägt Alarm. Amalthea und Molly Grew kommen durch die Uhr, allerdings wird Schmendrick noch durch Haggard aufgehalten. Und Lear taucht da auch auf, er ist ihnen gefolgt. Schmendrick kommt nach und dann zerstört Haggard wütend die Uhr. Und somit gibt es keinen Weg zurück. Raus geht es nur durch die Höhle des Roten Stiers. Auf dem Weg durch die Höhle kriegt Lear die ganze Story erzählt. Auch, dass Amalthea ein Einhorn ist. Aber er sagt, egal was sie ist, ich liebe, wen ich liebe. Oh. Amalthea will kein Einhorn mehr sein. Sie will mit Lear leben und sterben, wenn er stirbt. Aber Lear, trotz seines Bedürfnisses, stellt sich dagegen. Eine Suche darf man nicht einfach abbrechen. Das glückliche Ende kommt nicht mitten in der Geschichte. Und Schmendrick ergänzt, es gibt nie ein glückliches Ende, denn es endet nichts. Ironischerweise kommen wir hier zum Filmende. Der rote Stier taucht auf, erkennt Amalthea als das Einhorn und erjagt alle. Amalthea fällt hin. Lear stellt sich zwischen sie und den roten Stier, kann aber nicht sehr viel ausrichten. Schmendrick verwandelt nun Amalthea zurück in ein Einhorn, damit sie die Chance hat zu entkommen. Der rote Stier gibt nicht auf und jagt das Einhorn weiter. Lear geht noch einmal dazwischen und diesmal stirbt er. Bei diesem Anblick wird das Einhorn traurig und wütend und wehrt sich. Es treibt den roten Stier ins Meer, dreht den Spieß also um und da tauchen all die anderen Einhörner im Meer auf und sie springen aus den Fluten und rennen nach Hause in ihre Wälder. Durch den Galopp dieser vielen Einhörner oder durch das Verschwinden des roten Stiers, wer weiß, stürzt das Schloss ein und Haggard in den Tod. Am Ende ist unser Einhorn noch da. Es erweckt Lear wieder zum Leben. Doch dann muss es gehen. Nach all diesen Ereignissen macht sich Lear auf Reisen. Und nach einem Stück gemeinsamem Weg mit seinen neuen Freunden verabschiedet er sich von ihnen. Des Nachts taucht das Einhorn wieder bei Schmendrick auf und gratuliert ihm. Die Rückverwandlung war ein echter Zauber. Er ist jetzt ein echter Zauberer. Es sagt, es muss nun zurück in seinen Wald. Es hat allerdings Angst. Es war sterblich und ist es teils noch. Und es empfindet Leid und Liebe. Aber das sind alles wertvolle Erfahrungen. Es ist alles gut. Und Molly Grew wacht gerade noch rechtzeitig auf, um das Einhorn noch ein letztes Mal zu sehen, bevor es verschwindet. Ende. Oh. Drüber reden? Okay. Was für ein schöner Film. Der liegt mir schon am Herzen, seit ich so groß war. Und um so etwas Schönes hinzukriegen, braucht man einige geniale Köpfe. Fangen wir am Anfang an. Beim Roman- und Drehbuchautor Peter S. Beagle. Dessen Roman Das letzte Einhorn ist bis heute das bekannteste seiner Bücher. Er war so gar nicht Fan von der Vorstellung einer Adaption in Film durch Bess Rankin. Rankin Bass, I'm sorry. Er war so gar nicht Fan von dem, was sie bis anhin gemacht haben, wie zum Beispiel Der Hobbit 1977. Allerdings, als sie sich dann zusammengesetzt haben und er gemerkt hat, dass sie wirklich sehr nah am Original bleiben wollen und mit viel Respekt an die Materie rangehen wollen und ihre Ideen gut waren, da fand er, ja, okay. Probieren wir mal. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu schlimm. Nach viele Male gucken, musste er sagen, ja doch, eigentlich ist das ein ziemlicher Klassiker. Ja, und man bedenke, er hat ja das Drehbuch auch geschrieben. Also das hilft natürlich auch, dass dann das Werk so rauskommt, wie man sich das vorstellt, wenn man so mitmischt. Nur so nebenbei, der arme Beagle, der hat ewig lange keinen Cent von den Vorführungen und Verkäufen VHS und DVD gekriegt. Und Rechtsstreit und hin und her. 2011 führten dann Verhandlungen zu einem Deal. Lang hat's gedauert. Fast 30 Jahre. Weitere geniale Köpfe gab es bei Topcraft, dem Studio, das den Film gezeichnet hat. Ist ein japanisches Animationsstudio, will heißen, Das letzte Einhorn ist ein Anime. War mir neu. Zu dieser Firma gibt es noch ein paar Dinge zu sagen. Die haben über viele Jahre viel gemacht. Beispielsweise nach ihrer Gründung 72 Bach 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 74 75 oder Adventures of the Little Koala
aus den 80ern, 84, 85. Als ich ein Bild davon gesehen habe, ich bin richtig erschrocken. So, ich kenne das Vieh. Warum? Oder Nausicaä aus dem Tal der Winde von 1984. Das ist ihr letzter Film. Oh, bei Biene Maya haben sie auch ein bisschen mitgemischt. Nicht federführend, aber war auch dabei. Ey, das ist ein Studio, das hat viel bewirkt. Topcraft gibt es heute nicht mehr. Seit 85 nicht mehr. Aber nicht traurig sein. Aus Topcraft entstand Ghibli. Es ist ein bisschen verwirrend, wie das genau gelaufen ist. Und es gibt eher wenig Infos. Aber die Animatoren von Topcraft, die das letzte Einhorn gezeichnet haben, sind dann bei Ghibli gelandet. Dann gibt es noch eine andere Richtung, aus der geniale Köpfe mitgewirkt haben, damit dieser Film wird. Und hier geht es um Audio. Ich kann kaum irgendwas an Audio, gerade auch Musik und so weiter, einspielen hier, weil YouTube dann wieder Systemalarm hat. Beim nächsten Part wäre es eigentlich wichtig. Danke an YouTube. Okay, Soundtrack wurde komponiert von Jimmy Webb und interpretiert von America. Nicht dem Land, der Band. This is America. Und die Band hatte durch diesen Soundtrack ein riesen Comeback. Wie gehabt, die Audioschiene haucht Leben ein. Die Voice Actors sind auch ein ziemlich wichtiger Teil. Mia Farrow hat das Einhorn gesprochen und ist beispielsweise bekannt aus Rosemary's Baby, wo sie Rosemary gespielt hat. Alan Arkin, der Schmendrick gesprochen hat, war später dann beispielsweise bei Edward mit den Scherenhänden zu sehen als Dad, Bill. Beagle zeigte sich anscheinend etwas enttäuscht von seiner sprachlichen Darbietung, sie sei etwas flach. Allerdings bin ich sowieso mit der deutschen Version aufgewachsen und Thorsten Sense hat in mein Herz gesprochen. Mit so viel Gefühl. Tammy Lee Grimes gab Molly Grew und sie war vor allem am Broadway als Schauspielerin tätig, hatte aber auch eine eigene TV-Show, The Tammy Grimes Show. Und Beagle fand ihre Darbietung super. Sie habe diesem Charakter mehr Leben eingehaucht, als er es jemals reinschreiben hätte können. Richtiger Fan. Dame Angela Bridget Lansbury spricht die Mami Fortuna. Sie ist natürlich vor allem bekannt aus der Serie Mord ist ihr Hobby, wo sie Jessica Fletcher darstellt. Jeff Bridges spricht Prinz Lear. Er ist bekannt aus The Big Lebowski. Er ist der Dude. Und übrigens bei Tron auch der Hauptcharakter Kevin Flynn. Da sind wir wieder bei Tron. Übrigens ist Das letzte Einhorn eines seiner Lieblingsbücher und er hat Bass extra angerufen, um zu fragen, ob er vielleicht nicht ein bisschen mitmachen darf. Freiwillig, gratis, bitte. Und er hat auch die Empfehlung abgegeben, den Soundtrack in die fähigen Hände von Jimmy Webb zu legen. Er ist auch mitverantwortlich für diesen Soundtrack in gewisser Weise ganz weit weg. Sir Christopher Frank Garandini Lee sprach Haggard, und zwar im Englischen und im Deutschen. Er ist bekannt aus Star Wars als Count Dooku oder aus dem Herr der Ringe-Universum als Saruman. Er hatte beim Einsprechen immer sein eigenes Exemplar des Buches dabei, wo er sogar Lines markiert hatte, so die sind wichtig, die müssen rein. Das ist so viel Liebe, ich finde das schön. Und wie gehabt, Englisch und Deutsch. Ist das dann eine Doppelrolle oder? Beeindruckend. Oh, übrigens, apropos Deutsch. Der Schmetterling wird im Deutschen von Frank Zander gesprochen. Hör nicht auf mich, hör zu. Diese Stimme ist echt unverkennbar. Im Englischen übrigens von Robert Klein gesprochen, auch Musiker, Schauspieler, Comedian. Dass sie da Musiker genommen haben, finde ich extrem passend. Nächster Punkt, Namen und Symbole. Dieser Film ist vollgestopft mit Symbolik. Schon allein die Namen der Charaktere, was die alles bedeuten, das ist der Wahnsinn. Fangen wir bei Lady Amalthea an. Im Englischen Amalthea, mit dem TH hat man es dann einfach Amalthea übersetzt, obwohl es eigentlich Amalthea wäre. Kommt aus der griechischen Mythologie. So hieß nämlich eine Ziege, die Zeus gesäugt hat, als er sich versteckt hat, bevor er die Macht übernommen hat und dann zum Gottkönig wurde. Dann haben wir Schmendrick. Und ich dachte mir als Kind schon, ja, der heißt wahrscheinlich eigentlich Hendrik. Aber nein. Schmendrick soll anscheinend fußen auf dem Begriff Schlemiel. Das ist ein jüdischer Begriff und heißt so viel wie glückloser Stümper. Also einfach ein Beschrieb seines Zauberer-Daseins. Armer Kerl. Ich war mit meinem Herzen immer bei ihm. Scheiß aufs Einhorn. Zauberer mit Herz aus Gold. Vielleicht bin ich komisch.
Molly Grew. Grew ist Englisch für grausam. Und sie ist ein bisschen zickig drauf, ganz am Anfang. Aber sie ist ja eigentlich ein herzenslieber Mensch. Ist für jeden da, vermittelt. Hört Prinz Lear bei seinem Liebeskummer zu. Und so weiter und so fort. Fragt sich, warum sie so heißt. Vielleicht hat sie sich den Namen mal gegeben, als sie die Hoffnung aufgegeben hatte, das Schöne in der Welt zu sehen. Denn das Einhorn ist ja eigentlich das Gute. Das Schöne. Dann haben wir König Haggard. Eigentlich Haggard ist auch Englisch und steht für ausgezehrt, eingefallen. So sieht er auch aus. Und so fühlt er sich. Wieder ein Beschrieb, wie der Mensch ist. Schon das Baby so, ah, du wirst mal ziemlich ausgezehrt. Ich nenne dich Haggard. Prinz Lear bezieht sich auf keltische Mythologie von Irland und da ist er ein Meeresgott. Im Mittelalter war es dann großflächiger eher die Verkörperung des Meeres an sich. Wir fahren ans Lear. Dann haben wir eben auch schöne Symbole, wie zum Beispiel das Skelett. Im Buch ist es nur ein Schädel, das Skelett wurde dazu animiert, damit man mit dem Charakter etwas mehr machen kann. Ne, der Schädel, das ist doch ein Symbol an sich. Sein oder nicht sein. Man kann es gut deuten als Symbol des Todes. Also müssen sie sozusagen den Tod austricksen. Und die Uhr, die nie die richtige Stunde schlägt und die sie durchschreiten müssen, um durch die Zeit zu gehen, wie es sogar gesagt wird. Tod austricksen, Lauf der Welt aufhalten. Runtergebrochen auf Skelett und Uhr. So kann es gehen. Ich finde es klasse. Und den Schmetterling hatten wir ja vorhin schon als der Freigeist, der dem Ästhetischen nachjagt und so weiter. Welches Symbol ist euch noch aufgefallen? Vielleicht ist mir was entgangen. Allerdings haben wir noch einen Punkt und vielleicht findet ihr das eine oder andere, was ihr als Symbol betrachten würdet, auch noch da. Wie gehabt, nächster Punkt. Einhörner und so. Was ist ein Einhorn? Der Schmetterling haut eine echt gute Definition raus. Einhorn. Altfranzösisch Licorne, lateinisch Unicornis, wörtlich einhörnig. Unus eins und Corne das Horn. Wie gesagt, ich darf nicht zu viel einspielen, deswegen sag ich, was er eigentlich noch weiter gesagt hätte. Ein Fabeltier ähnlich einem Pferd oder Ziege, übrigens, mit einem Horn. Sichtbar nur für jene, die suchen und glauben, wird meistens mit einer weißen Stute verwechselt. Die Urform des Einhorns, bevor es ein weiß-pinkes Plüschmonstrum wurde. Das ist so flauschig, ich werd wahnsinnig! Und im Film wird das genauso dargestellt. Inklusive auch, dass es sich vor allem Mädchen zeigt, also vor allem Jungfrauen, dass es ein Paarhufer ist übrigens. Wenn ihr mal ein weißes Pferd im Wald trefft, guckt auf die Hufe. Ist es ein Paarhufer, dann habt ihr das Horn nur noch nicht entdeckt. Ich war wahrscheinlich sowieso ein bisschen irritiert, wenn ich einfach so eine weiße Stute mitten im Wald finden würde. Aber hey, das Einhorn ist übrigens überaus stark und benutzt sein Horn auch zum Kämpfen. Es könnte gegen einen Löwen bestehen, heißt es. Und mit dem Horn kann es auch Tote zum Leben erwecken. Filmende. Es ist anscheinend auch super medizinisch gesund, dieses Horn. Der Schwanz des Einhorns ist eigentlich auch kein Schweif wie bei einem Pferd. Also von hinten sollte man auch erkennen, dass es kein Pferd ist. Dieser Schwanz ähnelt doch eher ein bisschen dem von einem Nashorn. Schauen wir uns doch mal kurz an, woher das mit dem Einhorn überhaupt kommen könnte. Zu Zeiten, als Reisende noch keinen Fotoapparat dabei hatten und auch kein Handy, da haben sie beschrieben, welche Tiere sie so gesehen haben. Und naja, das hat ein Horn und es stark und so. Daraus könnte das Einhorn hier entstanden sein. Aus beschrieben, wo sich die Leute dann das zusammengereimt haben, was das denn sein könnte. Der Ur-Ur-Ursprung ist allerdings wahrscheinlich in Indien zu finden. 2000 plus minus ein paar hundert Jahre vor Christus, also wirklich alt. Wirklich lang ist her, seit das Einhorn erfunden wurde. Und zwar damals gab es auch schon Malereien an den Wänden und so, und diese Malereien haben Tiere von der Seite dargestellt. Und so ein Büffel oder ein Rind, das zwei Hörner hat, von der Seite gesehen, hat nur ein Horn. Das ist also eine Perspektivengeschichte. Einhörner sind wahrscheinlich nur Rinder oder Büffel gewesen. Oder Nashörner. Wer jetzt sagt, nee, vielleicht auch Narwale. Nee, Narwale, das war bekannt, dass die nicht die Einhörner sind. Man nennt sie gern Einhorn des Meeres, aber es ist klar, dass es nicht das Einhorn ist. Trotzdem wurde dieses arme Tier auch gejagt, um dessen Horn als Einhorn zu verkaufen, weil es eben medizinisch gesund sein soll. Das ist dumm. Neben dem Einhorn
gibt es auch noch andere interessante Kreaturen in diesem Film. Da möchte ich mal ganz kurz drüber schauen. Der Manticore ist ein persisches Fabelwesen mit einem Löwenkörper, einem Menschenkopf und einem Skorpionschwanz. Das mit dem menschlichen Gesicht, nicht so ganz, aber der Rest, ja. Ein Satyr kommt aus der altgriechischen Mythologie, ist ein männlicher Dämon oder Waldgeist, hat zuweilen Pferdeohren und oder einen Pferdeschwanz, als auch manchmal andere tierische Körperteile. Satyren gehören zum Gefolge von Dionysos. Das ist der Gott des Weines, der hier. Und das ist ein Satyr. Die Midgard-Schlange kommt aus der altnordischen bzw. germanischen Mythologie. Das ist die Weltenschlange, eine die Welt umgebende Seeschlange. See sehe ich jetzt hier nicht so, aber ansonsten fettes langes Vieh. Der Drache ist eine sehr alte Kreatur, die in verschiedensten Kulturen vorkommt. Im asiatischen Raum steht er für Glück und Fruchtbarkeit. Im orientalischen und westlichen Raum eher für Chaos oder das Böse. Hier wird übrigens gesagt, dass er sehr klug sei, mehrsprachig und so weiter. Das ist aber ein zu großes Thema, um es hier weiter auszuführen. Die Harpie Zeleno. Harpien kommen aus der altgriechischen Mythologie und sind im Grunde ein Vogel mit einem Frauenkopf. Harpie kommt von Sturmwind und so, die sind per se gefährlich, allerdings genau dieses Exemplar, das jetzt nicht unbedingt einen menschlichen Kopf hat, aber andere menschliche Körperteile, hat einen Namen, der übersetzt unheilvoll heißt oder die Dunkle. Sie sagt von sich selbst, dass sie sozusagen das Gegenteil des Einhorns ist. Sie sind beide zwei Seiten derselben Münze. Ist klar, wenn man die befreit, ouch. Dann haben wir noch den roten Stier. Stiere kommen in verschiedensten Kulturen vor als Zeichen für Fruchtbarkeit und Stärke. Aber roter Stier, das ist eine Eigenkreation Beagles. Ich habe nichts davon irgendwo gelesen und Red Bull wurde später gegründet. Wenn, dann hat sich die Firma vom letzten Einhorn inspirieren lassen und nicht andersrum. Wie gesagt, dieser Film ist überladen mit Symbolen und Zeichen und tiefgründigem Zeug. Wahnsinn! Ich habe mich als Kind sowas von in diesen Film verloren. Ist es da wichtig, dass hier und da vielleicht mal ein Fehler ist? Obwohl, beispielsweise auf IMDb habe ich gerade mal einen Fehler gefunden. Einen. Als das Einhorn eingesperrt ist bei Mami Fortuna, leuchtet statt das falsche Horn, das bis dahin geleuchtet hatte, das echte. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist ein Fehler. Aber das echte Horn glüht, wenn ein bisschen Magie gemacht wird. Vielleicht hat sie da auch ein bisschen was noch gemacht, dass der Käfig nicht noch weiter schrumpft oder sowas. Das muss nicht unbedingt ein Fehler sein. Ich hingegen habe an anderer Stelle was gefunden, was man eher als Fehler bewerten könnte, aber es ist egal. Wollt ihr es hören? Seht euch mal diese hübsche Kuhherde an. Was ist mit diesem Bauch los? Geht's der Kuh gut? Und hier, Teleportationskuh. Nochmal in langsam. Hier, Partybauch. Da, Teleportationskuh. Beziehungsweise hier. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr von diesem Kanal hier sein soll, wie wär's mit... ich hab schon Trickfilm... Alice im Wunderland. Oder wie wär's mit etwas anderem aus Japan? Die sieben Samurai. Die Links findet ihr in den Infos, in der Nähe von Like und Abo. Da findet ihr übrigens auch den Link zu mir auf Insta. Ah, hat das gut getan, wieder mal in sowas einzutauchen. Ich bin gespannt, wie es jetzt über den Sommer laufen will, weil es wird jetzt schon wieder ziemlich warm. Mal gucken, wie ich aufnehmen kann. Und ich muss noch ein bisschen rumprobieren mit Licht und so. Show must go on, irgendwann kommt wieder was. Und bis dahin verbleibe ich mit, ich wünsche euch was und bye bye.